So, hallöchen damit, willkommen zurück hier zum Let's Play von Cities Skylines. So, wir haben jetzt in der letzten Folge hier unten unser eigenes, kleines, neues, autonomes Gebiet erschaffen. So, dem werden wir jetzt erstmal Bürogebiete ausweisen, genau, damit da nämlich auch bald hier so Leute und so sind, die da arbeiten und Geld verdienen und uns Geld in die Staatskasse spülen. Genau, das ist wichtig. Weil wir die Leute gut gebildet sind, wir haben die ja ganz gut, wobei ich werde vielleicht sogar noch eine Oberschule hier unten bauen. Dann können die nämlich auch alle voll in Talent werden. So, dann bekommt ihr auch noch eine Oberschule, die kommt dann aber etwas zentral. Zack. Dann habt ihr hier beide Sorten Bildung, das ist nicht schlecht. Genau, da wird das hier so ein bisschen unser gebildeteren Viertel, so. Die Frage ist, ob das arg laut ist mit der Autobahn da. Eigentlich schon. Sowas ist dann laut, oder was? Warum denn auch nicht? Dann baue ich... Wobei, so laut ist das nicht. Es ist relativ ruhig, das lassen wir am besten mal so. Ich grenze uns nochmal ein bisschen Bürogebiet ab. Ungefähr bis hier vielleicht. Schon wieder ein Hashtag Stromausfall. Was? Wo Stromausfall? Nix Stromausfall. Ich schwör, ihr euch nicht beklagt über Stromausfall. Ich voll gut vorgesorgt, ey. Ich schwör. Sehe ich einfach nicht ein, Leute. Nee, sehe ich nicht ein, dass ihr da schon wieder meckert. So, Kundendienstdienste. Toll. Kundendienstdienste. Schön, 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 schön. So, die fahren da alle nach da vorne. Na gut, das können die auch von da außen tun. Das ist, denke ich, ganz in Ordnung, so wie wir es da bauen. Dann pflanzen wir da dann auf jeden Fall unser Gewerbegebiet hin. Die bekommen dann allerdings hier ihre eigene Auffahrt, weil sonst blockieren uns da das Ganze, weil da ist immer sehr viel Verkehr. Und das muss ja nicht unbedingt sein. So, die Frage ist, wie wird das dann designen? Wobei, ich wollte mich um die U-Bahn kümmern. Das können wir jetzt ja theoretisch, wenn Nacht ist. Siehst du eh nicht viel. Dann kann ich mir das U-Bahn-Konzept überlegen. Jo. Also, da oben haben wir die Linie. Ach, wie sieht es überhaupt aus? Da stehen ein paar Leute. Sieht ganz gut aus. Und da stehen... Das läuft aber. Wie sieht es im Geld technisch aus? Monetär gesehen? Wir machen da des Todes Einnahmen, wisst ihr das? Wir machen da des Todes Einnahmen, es ist schön. Jo, jetzt müssen wir überlegen. Ich denke mal, ich werde, gute Frage, wie ich das mache. Wo war denn immer viel los? Das ist jetzt die Frage. Bei sowas hier zum Beispiel nicht. Da ist jetzt nicht so viel los. Was haben wir da? Da ist auch nur so mittelmäßig. Das heißt, ich sollte... Auf jeden Fall, vielleicht machen wir es wieder oben. Auf jeden Fall hier einen Ring bilden. Und den dann... Wie sieht's denn da aus? Auch nicht so der Burner, gell? Die rentieren sich alle nicht wirklich. Das war hier vielleicht so eine Expressverbindung zwischen da oben und da unten schaffen. Das heißt, dass wir hier einfach direkt durchfahren... und nicht an jeder Milch kann zweimal anhalten, aber dann hier auf der anderen Seite, okay, die lassen wir dann hier so runterwärts fahren, so runterwärts, jo, einmal da rum. Und dann das machen wir so. Heißt, dadurch, dass die da auch wahrscheinlich ineffizient ist, ja, ist sie. Fangen wir hier an, den U-Bahn-Tunnel da rauszunehmen. So, jetzt haben wir auch Geld, das ist ganz gut. So, Gefälle zu steil. Warum ist da das Gefälle zu steil? Sag nicht, ich komme da gar nicht unter den Fluss durch. Sag nicht, ich komme da gar nicht unter den Fluss durch. Das wäre echt schäbig. Weil mit Bussen will ich das nicht machen. Meine U-Bahn ist da viel gescheiter. Komme ich da an einer anderen Stelle irgendwo runter? Ja, da komme ich runter. Ist ja toll. Nochmal abreißen. Wunderbar. Ist ja, macht ja sonst nichts zu tun, gell? Außer U-Bahn-Tunnel abreißen. So. Weil ich... Ach, ich muss den da schief runterlegen. Ich hab verstanden. Ich versteht. So, einmal... Die Form ist dann voll toll. Zack. Dann haben wir immer die gerade Form. Hä, warum... Ja, so geht das jetzt wieder damit. Och, Manu. Da drüben geht das auch nicht. Warum kann ich da keine U-Bahn drunter zimmern?
Die soll einfach wesentlich früher anfangen, da schon runter zu gehen. Also so sind wir schon mal da unten. Das heißt aber, ich kann da nicht anhalten. Wenn ich von hier aus anfange... Wo muss ich denn anfangen, damit ich da runterkomme? Hier. Dann sind wir schon mal da unten. So, dann muss ich schauen, dass wir da wieder irgendwie nach oben kommen. Wie kommen wir denn da adäquat nach oben? Wo ist das am wenigsten steil? Wir hatten auch den Fluss dahin gemacht. Das ist ja echt ekelhaft. Wer baut denn da auch so ein... Ja, wer baut denn auch sowas? So würden wir da hochkommen. Ist ja toll. Jo, auch. Da war auch gerade was. Da war gerade was. Da war gerade grün. Ich will aber gar nicht so weit nach da oben. Naja. Wie heißt immer so schön, ein bisschen Verlust ist halt immer. Um es nach Julian zu zitieren. So, naja. Den guten Trampisseldorf.de. Jo. Es ist einfach schön. Ich hoffe, das geht da drüben ein bisschen einfacher. Wir halten auf jeden Fall einmal. Geht's da schon runter? Geht's schon langsam runter? Heißt, die U-Bahn müssen wir. Wir brauchen auf jeden Fall eine Parallelstraße. Das ist wichtig. Wenn auch nur, um die U-Bahn daran anzubinden. Nicht um dort zu fahren, sondern nur um die U-Bahn da ans... Manu. Das will nicht so, wie ich will. Kommen wir dann da dran. Ja, so kommen wir da dran. Das ist toll. So. Und halten wir da am besten einmal nochmal da dicht besiedelt. Wichtig ist dann, dass wir da, rumömmen. Genau. Nee, das war hier so eine, Unterführung. Ach, da ist schon U-Bahn. Mist, da ist U-Bahn. Das heißt, ich muss das oberirdisch machen. Naja, es ist egal. Dann ziehen wir da auf jeden Fall mal den Weg rüber, weil sonst kommen die da nämlich nicht hin. Und das wäre natürlich tragisch, weil die müssen alle zu meiner U-Bahn-Station kommen. Jo, dann zimmern wir die, ich soll vielleicht erstmal das Gewerbegebiet anlegen da hinten. Wie ich mir das gedacht habe. Ich habe mir da, das Problem ist, ich habe mir noch nicht viel dabei gedacht. So, ihr bekommt auf jeden Fall da euer eigenen Ausfahrtkomplex. Das ist schon mal klar. Heißt, wir bauen aber eine neue Ausfahrt. Das ist, Josh, du baust viel zu viele neue Ausfahrten. Nee, aber der Vorteil an vielen Ausfahrten ist halt einfach, dass es einen Vorteil hat. Ja, Jos Logik. So, wenn wir den so da, warte mal, bis hier und dann so darum bauen, dann wird das irgendwie gut, glaube ich. Gibt zwar Leute, die das güter machen würden als ich, aber was willst du tun? Hör, du hast den Kurvenmodus draus, dann sieht das immer voll schäbig aus. Mach ich da halt so eine Kreuzung, ist doch egal. Man muss ja auch mal ein bisschen... raus aus den klassischen Formen gehen. Man muss auch mal ein bisschen was Neues, Kreatives machen. So, dann gehen wir da einmal hoch. Wobei, gehen wir da einmal hoch. Zack. Dann gehen wir hier einmal hoch. Gehen wir da. Das wird bestimmt voll das tolle Gewerbegebiet. Da wollte ich schon immer mal einkaufen gehen. Ja, sagt die Musik auch. Haben wir einen Hashtag Geldbeutel verloren. Ich habe einen schwarzen... Hat er zum Glück keinen schwarzen Ledergeldbeutel. Nein, das ist voll, hat sonst niemand. Ich bin nur so medium zufrieden, aber ist okay. Jo, dann brauchen wir eine Auffahrt. Die machen wir vielleicht hier, damit das nicht alles so komprimiert ist. Bekommt die Auffahrt, machen wir die... Wir machen mehrere Auffahrten. Dann bekommt ihr eure eigene Auffahrt und ihr eure eigene Auffahrt. So, aber die Auffahrt unter der Straße durch bekommt nur ihr hier. So, das wäre aber mit der Form, bitteschön. Jo, einmal rum und rum und rum und rauf. Form schön, dann habt ihr da eine. Komm, ihr bekommt auch nochmal so eine, ansonsten. Weil wenn im Gewerbegebiet, wenn ihr da nicht genug Abfahrten hast, dann hast du das Verkehrschaos des Todes. So. Warte mal. Abreißen, das ist der chinesische, keine Ahnung, was ist das für ein Minister, ich weiß es nicht.
chinesische Minister für zukunftsweisende Technik. Abreißen. Jo, dann würde ich sagen, fährt die U-Bahn da parallel und hält einmal hier. U-Bahn da. Genau, dann fährt die dann nämlich einmal rum. Hier vielleicht einmal. Dann wichtig, einmal im Bürogebiet wäre dann da. Oder hier. Dann das machen wir irgendwie hier dahin. Und dann wichtig, da einmal im dicht besiedelten da. Im dicht besiedelten da. Schwörfoljosch, genau. Warum freut euch nicht? Ich habe eine U-Bahn gebaut. Freut euch, frohlocket. Macht, was auch immer ihr denkt. So, du musst da mal... Musst du den Fußweg weichen? Nee, komm. Der Fußweg, der kann auch so darüber. Das geht schon irgendwie. Jo, dann könnten wir... Da ist unser Versorgungsteil. Jo, U-Bahn haben wir jetzt hier angebunden mit Fußweg. Dann haben wir da einen Fußweg. Ja gut, es wird irgendwie. So, dann haben wir... Wie sieht's denn aus? Geld haben wir auch genug. Das ist schön. Jo, U-Bahn-Tunnel nach... Zack. Und zack. Dann U-Bahn nach... am besten so eine schöne Kurve daher. Dann machst du da einmal halt... Ja, komm, die Kurve ein bisschen... Nee, so wollte ich das nicht haben. So wollte ich das aber nicht haben. So war das nicht angedacht. So, einmal so da hoch. Jetzt ist es lustig, dass wir da unter dem Wasser durchkommen. Ja. Wo ist denn das Gefälle am wenigsten steil? Okay, es ist überall sehr steil. Ich probiere gerade mal aus. So, wir müssen auf jeden Fall da irgendwie hochkommen. Heißt, ja, so wird das klappen. Wow. Ist bestimmt voll schön so. Warte mal, den letzten Teil, den reißen wir mal ab. Weißt du, der U-Bahn-Tunnel ist voll ineffektiv, aber... Anders kommen wir da leider nicht hoch. Das tut mir leid. Ich würde sagen, unser U-Bahn-Netz ist schön. Hier und dich schließen wir. Hältst du da noch einmal? Ist da viel? Oh, da ist auch viel los. Dann entlasten wir das auch nochmal in die Richtung, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, ziehen wir dich einmal da rein. Aber hier dann wieder da raus. Dann fährst du. Wollen wir, ist da viel los? Da ist auch viel los. Na gut, dann fährst du ab hier den Ring in entgegengesetzter Richtung, würde ich sagen. Weil hier ist nicht so... Nee, da ist es nicht so wichtig. Vor allem, da haben wir auch schon was in die Richtung heißt. Let's begin this. Gut, ich könnte vielleicht auch erstmal für Strom sorgen oder Gewerbegebiete ausweisen oder sowas. Also, weisen wir erstmal nochmal hier Wohngebiet aus, da oben. Da sollen sie überall wohnen, tun. Ja. Da könnt ihr da einmal dicht besiedelt wohnen, wenn ihr wollt, wenn ihr mögt. Wenn ihr das beliebt. So, einmal dadurch und da und zack und hier und zweite Reihe und bla, so. Dann dürftest du da Strom bekommen. Was haben wir denn da oben hin? An der Hauptstraße. Gut, in Richtung Hauptstraße könnt ihr ja auch noch wohnen. Weil ich würde da sogar fast, kleine, wobei, da habt ihr das, ihr habt das große Gewerbegebiet, ihr braucht keine kleinen Shops. Jo. Voll schön und so. Ich glaube, parktechnisch sind wir auch ganz gut dabei, da brauchen wir auch nichts mehr. Jo. Wohnen, 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 da könnt ihr, wenn ihr notfalls wollt, irgendwann auch mal da wohnen, wenn dann so viel los ist. So, Bürogebiet, weisen wir mal weiter aus, würde ich sagen. Zack, zack. So weit, so gut. Und mit dem Gewerbegebiet, wo fangen wir denn da mal an? Am besten schon auf der Straße, aber primär möchte ich halt, dass ihr da baut. Heißt, ich mache das Stück jetzt, damit ihr den Strom darüber kriegt. Und dann bereitet ihr euch bitte entlang meiner wunderschönen, grandiosen, was auch immer da aus. So, warte mal, ihr habt eine Auffahrt in die Richtung. Ihr habt nur eine Auffahrt von der Richtung aus. Dann bekommst du da nochmal eine in die Richtung. Jo, Zack.
einmal eine Auffahrt in die Richtung, eine Auffahrt von der anderen Richtung brauchen wir eigentlich auch. Eine Auffahrt von der anderen Richtung aus. So. So, dann machen wir einmal... Naja. Funktioniert toll. Warum ist das Gefälle zu steil? Zack. Nehmen wir den, der ist nicht so pingelig. Der ist trotzdem pingelig. Warum ist er nochmal neu? Jo, dann fangen wir vielleicht auch mal hier an. So, dann sieht es schon wesentlich weniger pingelig aus. So, einmal... Jo und Jo und... Jo und... So. Habt ihr eine Auffahrt von der Richtung und machen wir da nochmal das Gleiche. Was bist du denn? Du bist eine... Du bist eine Abfahrt. Ah, du bist in die Richtung. Okay, das heißt... Dann bauen wir da nochmal sowas in... Gefälle zu steil. Ihr mich auch. Also ein Gefälle ist echt ätzend manchmal. Ich baue es jetzt mal ein bisschen großzügiger. So, zack und dann einmal... Zack. So, dann habt ihr wirklich Auffahrten. Verbindet euch mal bitte mit dem Stromnetz. Wir hacken das Stromnetz. Das ist jetzt aber eigentlich verbunden. Oder haben wir zu wenig? Wir haben zu wenig Strom. Gut, das ist natürlich auch ein Problem. Also langsam wird es eng. 6 Megawatt, das auch belegt. Wie ein Brötchen. Nur da haben wir auch nur 6. Da hätten wir 7, aber da ist schon was. Naja. Voll toll und so. So, dann habt ihr auch hoffentlich gleich Strom. Danke sehr. So. Dann können wir die U-Bahn, würde ich sagen, mal in der nächsten Folge in Betrieb nehmen. Jetzt haben wir da ein schönes kleines Gewerbegebiet, das hoffentlich nicht zu viel Verkehr verursacht. Genau aus dem Grund würde ich nämlich auch gerne Fußwege dorthin basteln. Heißt, zum einen mal von der Station so darüber. So. Auf jeden Fall relativ viele Fußwege, weil sonst kommen die Leute ja da nicht hin. Die müssen ja auch zum Einkauf kommen und so. Wobei, warte mal. Das machen wir jetzt mal innovativ. Dann machen wir mal eine Unterführung. So, zack. Und einmal bis hierhin, einmal nach oben. Wow. Voll die geile Unterführung und so. Dann bauen wir vielleicht da nochmal sowas. Jo, einmal nach unten, nach drüben, komm nach da drüben. Damit ihr nicht so viel kaputt geht, so, muss ja auch nicht sein. Habt ihr da eure eigene Unterführung und die Autos können dann, wenn sie unbedingt wollen, über die Autobahn dahin. Jo, wie sagen, war es das erstmal für heute? Wäre doch echt immer bei Nacht, das ist einfach schön. Bei der Windpark ist schön. Ist einfach schön. Ist schön, doch, ist einfach schön. Jo, wo können wir denn mal Schönes hin? Ach, du bist das Gewerbe. Okay, wo haben wir denn Wohnen? Da, bei diesem schönen kleinen Park. Der zum Glück nicht verzogen aussieht. Das ist ja... Haben wir jetzt eigentlich irgendwas Schönes in der Folge gebaut, wo ich jetzt drauf gucken könnte? Bürohäuser. Da ist nachts nämlich nicht so viel los. Das ist ganz angenehm. So, machen wir einmal auf Pause und einmal auf... freie Kamera und dann würde ich sagen, das war für diese Folge von die Let's Play City Skylines. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in einer neuen Folge vom Let's Play City Skylines. Keiner hat's gedacht, gell? Oder bei natürlich bei irgendeinem anderen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Macht's bis dann dafür gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.